Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. Wir sind wieder da, das neue Prince of Persia, The Lost Crown im Let's Play hier bei uns, also bei Desmond, bei mir. Wir sind in der Folge Nummer 7 und wir sind gerade am Berg Kaf und versuchen uns hier so ein bisschen durchzuklüngeln. Ein bisschen was haben wir ja schon aufgedeckt. Also hier fing das Ganze an. Ein bisschen was haben wir schon aufgedeckt. Hier oben müssen wir auch noch hin. Hier links geht es auch noch runter. Also ein paar Sachen können wir noch nicht freischalten, aber hier geht es anscheinend weiter. Hier kommen wir leider irgendwie nicht hin, weil ich das noch nicht rausgefunden habe. Wie? Vielleicht kommen wir am Ende da nochmal hin. Links oben seht ihr auch immer, was wohl für Errungenschaften es gibt. Hier gibt es 1 von 14 Kristalle. Anscheinend mehrere Münzen. Wahrscheinlich geht hier rechts runter. Und hier gibt es im Mykischen Wald, haben wir schon ein paar Münzen gefunden. Und wir müssen auch noch ein paar machen. Also ein bisschen was haben wir schon gefunden. Und den Rest hoffentlich hier oben zu finden. Und da geht es hier oben weiter. So, wir dürfen nämlich hier hin. Jetzt haben wir durch den Bogen, haben wir nämlich eine neue Möglichkeit gefunden. Nämlich zu schießen. Den Pfeil nehmen wir immer mit. Naja. Okay, nochmal Pfeil mitnehmen. Ach, ich bin so doof. Okay. Okay. Das ist aber auch schon hier Timing, ne? Das war knapp, ey. Puh. Das war ultra knapp. Okay, wir sind hier. Oh, geil. Wir sind hier oben. Sehr nice. Sehr nice. Wir sind hier oben. Da, wo wir hin wollten. Schade, dass wir hier nicht speichern können. Aua, aua, aua. Hier gibt's aua. Ah, hier sieht man ja auch den Zacken. Aua, aua. Oh Gott, ey. Das wird ja ein wilder Ritt werden. Okay, haben wir denn. Konnte ich hier Pfeile mitnehmen? Nee. Ist er runtergefallen. Ja, da sind wir runterfallen. Na, ah, das war nicht gewollt. Naja. Aber der kann die Zusatz halt. Ah, okay, die Zusatzfähigkeit kann er nicht auffallen. Naja. Wir sind eh dann voll. Puh, war ein Pfeil gespart. Ach du Scheiße. Boah, jetzt müssen wir im Springen. Ach du heilige Scheiße. Okay, hier unten gibt's. Ah, da wird es wahrscheinlich irgendwas Krasses geben. Hier dürfen wir auf jeden Fall weiter und da oben müssen wir auch hin. Ah, der schießt das dann da unten. Okay, ja. Oh, boah, das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war aber auch so von denen so gewollt, ne? Warte mal. Kommen wir hier weiter? Ne? Das war von denen so gewollt. Okay, wir müssen mal eben checken. Oh ja. Okay. Ups, Pfeile auffüllen. Immer gut. Boah, waren aber auch einige Pfeile verschossen. Okay, da links. Ich meine, hier geht es auch rechts weiter, aber. Da. Boah, das war richtig gut, dass wir da hingekommen sind. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da oben hinkommen. Und ich würde sagen, am besten irgendwie links. Gehen wir erstmal links. Versuchen wir es mal.
Scheiße. Wie soll ich denn darauf schießen? Okay. Man kann es auch einfach so machen. Okay. Ah nein. Lass uns erstmal Pfeile wiederholen. Boah, das war auch richtig doof, ey. Okay, links geht's auch lang. Da sind nämlich Tierchen. Ich hoffe, wir haben mal. Okay, nice. Okay, den haben wir. Wo ist der Vogel? Jetzt mal ein bisschen Heilung nehmen. So, danke. Auch das geht natürlich mal. Einfach mal den Pfeil und Bogen abschießen. Okay, wir sind jetzt hier. Mal gucken, was wir hier rechts haben. Ich habe das Gefühl, da gibt es nichts. So, hier links wird es aber was geben. Und eigentlich wird es hier rechts oben auch was geben. Ich weiß aber noch nicht, was. Ich meine, rechts oben geht nicht so weit, ne? Oder auch nicht. Nee. Dann gehen wir einfach links lang. Gute Sache. Ah ja. Menolias. Menolias. Du lebst. Und das erstaunt dich irgendwie? Ich fand deinen Bogen. Hm. Verschiedene Möglichkeiten, die sich alle gleichzeitig entfalten. Das ist besorgniserregend, aber wenigstens ist mein Bogen in guten Händen. Anahita bringt Rassan auf die Spitze der Zitadelle. Genau. Zum Simurgh-Tor. Bevor ich's vergesse, mein Bogen hat einen weiteren Zweck. Sieh ihn dir mal genauer an. Wir sehen uns oben. Alles klar. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Menolias Chakram. Eine Fernkampfwaffe, die zur Sarong zurückkehrt, wenn sie geworfen wurde. Okay. Halte Y gedrückt, um präzise mit dem Chakram zu zielen. Ah, okay. Wahrscheinlich muss ich das jetzt erstmal unter Charakter auswählen. Achso, Ah, okay. Okay, oh. Alles klar. Aber es sieht aus, als wenn er hier gleich ein Kamehameha macht, ey. Okay, abbrechen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ah, guck mal hier. Mhm. Ah, guck mal, und Y ist zurückzurufen. Okay, alles klar. Ah ja, okay, nice.
Okay, da geht's auch weiter. Okay, hier sind wir wieder in der Unterstadt. Krass. Krass, krass, krass. Wir brauchen das Chakram. Ich vermute, dass wir das Chakram auch da hinten an dieser anderen Ecke brauchen. Wisst ihr, wo ich meine? Also hier unten, ich glaube, dafür brauchen wir das Chakram, sonst kommen wir nicht darüber. Wir können das mit dem Chakram, können wir das vielleicht hin und her schieben. Oder halt auch hier mit dem Chakram da drauf schießen. Das könnte es natürlich auch sein. Aber wollen wir den mit dem Chakram nach oben? Ich weiß nicht, was der alles für Möglichkeiten hat. Boah, dann müssen wir uns noch alles zurück. Dann machen die auch einfach mit Absicht, ne? Oh, das war dumm. Bitte was? Ach, ich kann da drauf stehen bleiben, oder? Naja. Warum tut man das dann noch nicht, Flo? Oh, oh. Das ist denn. Ich wollte mich doch gerade heilen, ey. Boah, ich bin so doof. Ja, gut, okay. Man kann auch einfach so zurücklaufen, ne? Ach, ist doch scheiße. Das habe ich natürlich einfach verkackt. Aber auch zu Recht. Naja, dann, einfach sich auch mal zurecht sterben lassen. Also einfach auch mal zurecht hier verrecken. Zack. Mit dir. Einfach auch mal zurecht sterben hier, ne? Mal checken, ob das mit dem Chakra geht. Natürlich nach unten gejumpt. Das war nicht der Plan. Das war auch nicht der Plan. Wir müssen nach hier lang. Also nach hier. Mal checken, ob das mit dem Chakra geht. Das wäre natürlich eine richtig nice Aktion, wenn es darüber gehen würde. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir das machen können. Tja, also das Interagieren geht halt leider nicht. Jetzt bin ich natürlich mal wieder mega umsonst. Hierhin. Gerannt. Aber ich frage mich, wie ich sonst da hinkommen soll. Es muss doch irgendeinen Weg geben, wie man damit interagieren kann. Scheinbar nicht. Scheinbar gibt es hier keine Möglichkeit. Nee. Also geht nicht.
Erstmal das Tor zu, ja. Tor ist auf jeden Fall zu. Boah, ärgert mich das. Schade, ich dachte, wir können... Ja, dann dürfen wir wenigstens da hinten hingucken. Dann haben wir das wenigstens einmal gesehen, also ob das funktioniert. Und scheint ja anscheinend... Also scheint ja nicht zu funktionieren. Mal gucken, ob wir auch bei denen gegen den eines wieder kämpfen dürfen. Oder ob wir dann einfach durchlaufen dürfen. Wo ist er denn? Nee, guck mal, wir dürfen einfach durchlaufen. Oh Gott, ey, gut, das, warum haben wir das beim letzten Mal nicht so gemacht? Natürlich nicht. Erstens haben wir den Bäumchen hier. Dann speichern wir nochmal. Und dann schauen wir mal, ob wir das mit dem Chakra lösen können. Das Thema. Nee. Das bringt auch nichts. Vielleicht natürlich, wenn du, können wir mal ausprobieren. Nee. Also im Springen geht das auch nicht. Dann rennen wir einfach mal. Ich dachte, also okay, wir halten fest, das Chakra können wir dafür nicht verwenden. So, wir müssen hier oben lang und dann müssen wir natürlich hier wieder da lang und dann am besten einmal hier rechts lang. Zur Unterstadt wollten wir ja noch nicht. Wir machen erst den Wald hier zu Ende, würde ich sagen. Und so, wir checken mal, was hier oben noch so geht. Vielleicht können wir mit dem Chakra das kaputt machen. Geht auch nicht. Okay, da kommen wir einfach nicht hin und ich weiß nicht, wie ich das kaputt machen soll. Wahrscheinlich brauchen wir später andere Fähigkeiten. Eine andere Chance sehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Was ist der Vogel denn? Das ist doch einfach dämlich. Dann will er mich verarschen. Jetzt muss ich erst ausweichen. Das ist doch doof, ey. Muss ich erst in der Tat ausweichen. Oh.
Holy shit. So, das Thema haben wir durch. Wir müssen sowieso jetzt hier links lang. Und da oben ist sowieso nichts mehr. So, Pfeile nehmen wir mit. Und speichern da hoch, ja. Ach du Scheiße. Aber ich will es auch schwer haben, ne? Ich will es auch schwer haben. So. Hier sind wir beim letzten Mal gestartet. Natürlich. Ja, boah, ich könnte gar nicht mehr mal sehen, ne, wie mein Gesicht aussieht, weil ich mich hier anstrengen muss, weil es hier weitergeht, ne? Fürchterlich. Oh Gott, ey. So. Links rum. Autsch. Ups. Ach, nicht dein Ernst. Jetzt bin ich da runter. Waffel, ey. Mist, ey. Mich das. Habe ich wieder so viel Scheiße verbraucht. Ja. Naja. Wer nicht hören will, muss fühlen. So, genau. Wir waren ja hier rechts noch nicht. Ah, guck mal hier. Hier waren wir auch noch nicht. Hier klingelt aber irgendwas. Ich weiß noch nicht, ob ich mich heilen soll. Ach, da oben muss ich. Da ist ein Bäumchen. Aber wie komme ich denn da hin? Also ein Wackwackbaum. Wie komme ich da hin? Irgendwie nach rechts. Okay. Das haben wir gefunden. Den nehmen wir mit. Okay, jetzt schon mal gut speichern. Kling, kling, kling. Wo geht's hier lang? Oha. Neun, der Soma-Baum. Oha. Oh, geil. Da ist ein Gegner. Natürlich habe ich noch nicht verstanden, wie dieser Scheiß funktioniert, ne? Können
Können wir die vielleicht nur mit einer Ulti wegmachen? Nee, geht nicht. Aber ich frage mich, wofür das ist. Okay, das ist aber versperrt. Und da oben kommen wir auch lang. Also ich glaube, wir kommen nur von oben runter. Aber wie komme ich denn da hin? Das ist ja die andere Frage. Ja, es sind wieder Dinge, die werde ich wahrscheinlich nicht beantworten können, weil ich nicht weiß, wie. Pfeile aufladen. Da ist eine Richtungsmarkierung, dass wir da rein und da raus können. Aber ich weiß ja nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich kannst du später irgendwelche Türen öffnen mit irgendeinem Scheiß. Oder du brauchst irgendwelche Schlüssel. So, wir müssen aber jetzt trotzdem mal links. Da geht's lang. Autsch. So kann man das ganze Thema auch mal lösen. So, genau. Da müssen wir hin. Pfeile habe ich am Start. So, nach rechts geht's. Da war ja nichts, ne? Warum sollte ich mich von da abstoßen? Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es ja später weg. Also ich wüsste gerne, warum ich mich da abstoßen sollte. Da wollen wir nicht runterfallen. Boah, 10 ist nicht so meins, ne? Ja, ich wollte schon weiterlaufen. Okay, hier geht's auch weiter. Mal gucken, was hier oben ist. Alter Verwalter. Ach so. Nee. Okay, ich habe verstanden. Das zieht mich jetzt hier rüber. Das habe ich verstanden.
Okay, wenn der rüber geht, muss ich springen. Wie mache ich das denn? Ach nee, ich muss das machen. Ich muss... muss erst rüberspringen. So, wenn ich jetzt rüberspringe hier hoch. Und dann muss ich mir das holen. Genau so. Ja. Genau so wollte ich das haben. Blauer Damaszienbarren. Seltenes Metall in blauer Färbung wird als Verbesserungsmaterial verwendet. Eine uralte Technik, die in einigen Schmieden noch immer angewendet wird. Okay, fortsetzen. Alles klar. Ja, ne, geil. Dann gehen wir runter. Okay, hier gibt es anscheinend einige Verstecke. Okay. Alles klar, da sind wir gestorben. Wir dürfen auch hier oben hin. Hier ist Unterstadt. Und da müssen wir auf jeden Fall hin, weil wir müssen eigentlich hier handeln. Aber... kann ich denn hier schnell reisen? Schnellreise. Naja, eigentlich nicht. Ich vermute mal, genau, hier gibt es einen. Ja. Sehr gut. Speichern. Hier dürfen wir noch was aufheben. Was haben wir hier noch? Ein Fragmentgegenstand. Sehr geil. Jagd auf den Menschenfresser. Als ich mit Ansehen musste, wie mein einziger Sohn von dieser abscheulichen Kreatur verschlungen wurde, ist die Rache zu meinem Lebensinhalt geworden. Ich werde einen Weg finden, diesen Monstrum ein für alle Mal auszulöschen. Diese Kreatur, der Manticore, ist ein widerlicher Menschenfresser, ein mächtiges Hybridwesen mit dem Körper eines Löwen, dem Kopf eines Menschen und dem Schwanz eines Skorpions. Der tödliche Giftstachel verschießt. Ein toter Mensch reicht nicht, um seinen Hunger zu stillen. Auf seinem blutigen Jagd reißt er gnadenlos ein Opfer nach dem anderen. Ich muss einen Weg finden, ihn zu erlegen, bevor ihm noch mehr unseren Dorf zu Opfer fallen. Auch wenn der Mensch zweifellos seine Leibspeise ist, macht der Manticore auch vor unserem Vieh nicht Halt, wodurch er uns zu Armut und Hunger treibt. Wie können wir überleben, wenn er unablässig Jagd auf uns macht und jede Lebensgrundlage nimmt? Der Manticore gilt als unverwundbar, doch ich werde einen Weg finden, seinen schädlichen Existenz ein Ende zu machen. Ich muss es tun. Für meinen Sohn, um ihren ewigen Frieden zu schenken. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Wir müssen aufstehen, kämpfen. Morgen werde ich eine Gruppe tapferer Jäger zusammentrommeln und gemeinsam werden wir diese brutale Bestie töten, die unser Land plagt. Mein geliebter Sohn, ich werde alles in unserem Machtstehende tun, um deinen Geist zu rächen. Okay, der ist wahrscheinlich der Sohn verstorben. So, direkt mir danach nochmal speichern. Perfekt. Also ich finde ja, diese Speicherorte sind eigentlich ganz gut gewählt, aus meiner Sicht. Sehr nice, interessant. Ja, und damit würde ich mal sagen, machen wir für heute Schluss. Es ist spannend. Man lernt immer mehr. Also es wird auch mal ein bisschen, also muss ich schon ein paar Sachen anwenden. Das ist schon ganz cool, gefällt mir auch ganz gut. Aber manchmal ist das auch sehr tricky und manchmal muss man es natürlich erst verstehen, vielleicht auch fünfmal sterben und dann weiß man das. Aber irgendwann kennt man natürlich so ein bisschen Tricks und Kniffe und natürlich so, wir spielen auf normalen Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, in den höheren Schwierigkeitsgraden wird das noch mal deutlich herausfordernder. Also Leute, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry für die Überlänge dieser Folge. Ich danke euch für alles und vor allem am Ende, wie immer, ein kostenloses Abo kostet gar nichts. Also nicht mal großartig Überwindung im Normalfall. Also sollte euch das gefallen, würde ich mich freuen darüber und über einen Daumen hoch, damit das Video von mehr Leuten gesehen wird. Ansonsten sage ich bis bald, euer Desman. Haut rein.